Und damit geht es weiter bei Let's Play Gunster Heroes. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir müssen Yellow retten, die ja im letzten Part entführt worden sind. Und, wow, hier kommt ja schon mal einiges gleich auf uns zu. Ja, wir haben jetzt eigentlich hier die schönen 4 Edelsteine. Aber, wie es aussieht, haben wir ein kleines Problem. Denn Yellow wurde entführt und wir wollen sie ja retten. Und, die Stelle finde ich immer voll lustig, weil... Also, das ist auch auf meiner normalen Version so. Hier bewegt man sich irgendwie mit 5 Frames oder so. Das ist immer sehr unterhaltsam. Und, der haut mich. Und, schön gemacht, ja. Immer noch haben wir jetzt 184 Leben. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. In diesen Kisten ist meist Leben versteckt. Und, das nehmen wir vielleicht mal auf, weil das wäre gar nicht so schlecht. Oh, aber Leute, ihr seht schon, hier kommt wirklich einiges auf uns zu. Wir wollen ja jetzt hier wirklich in die Zentrale des Bösen, so glaube ich, kann man sagen. Und wer bist du denn? Ah ja, ich weiß, irgendwas kann man mit dem machen, weil ich glaube, man kann die werfen. Ja, kann man. Das ist natürlich gut bewacht und ich glaube, das sehen wir hier schon. Aber zum Glück haben wir unser schönes Doppelfeuer, mit dem wir einfach durchlaufen. Nervt nicht. Nervt nicht. Zack, geht weg und da ist ein Leben drin. Immer natürlich in der letzten Kiste. Schön nervig halt. Okay, dann werfen wir einfach mal... Ja! Wow, Leute, ihr seht doch, wie viel das ist. Das ist viel zu viel. Oh, der Heini, den hasse ich, den hasse ich. Genau deswegen. Genau deswegen. Aber man kann ihn... Wenn man es kann, kann man dem eigentlich gut auswählen. Okay, komm, Leben schon aufnehmen. Ja, 210 Leben, aber ich sag euch, das werden wir noch brauchen. Dieses Level ist mit... ich sag nur nichts. Okay, ich sag so viel. Das ist noch nicht das letzte Level. Oh, jetzt wirft mich der Assi. Nein, 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 ich will dahin, ich will dahin. Lass mich dahin. Lass mich dahin. Oh, meine Taste klemmt. Was soll das? Doppelleben. Hallo, ich will das Leben, ich will das Leben. Du, bitte auf deine blöden Bomben zu werfen. Ja! Übertreibt's gar nicht. Übertreibt's gar nicht. Sind ja nur 100.000 Gegner, klar. Oh, ja. Ja, also, was ich sagen wollte... Das ist noch nicht das letzte Level, so... Wenn ich jetzt noch hier richtig gezählt habe, gibt es noch 2 Level, die danach sind. Und sagen wir einfach, es ist das zweitschwerste Level. Ist ja irgendwie logisch, wenn das das vollste ist. Zack, dann werfen wir den mal schön weg hier. Und jetzt wirft er seine blöden Bomben wieder. Dann zünden wir ihn ein wenig an. Man muss aufpassen, dass er einen nicht wirft, weil das nervt immer. Oder er springt einfach gegen ihn, das haut auch gut rein. Okay, weiter geht's. 222. Aber wie gesagt, wir brauchen wirklich das ganze Leben. Also hier kommt noch einiges auf zu. Besonders hier, das Ende ist unglaublich schwer. Ich weiß noch, da bin ich Jahre dran gehangen. Und ihr seht so, das ist hier schon eine kleine... Oh nee, die Scheißstelle. Das ist auch so ein erstens so eine schöne Stelle, weil eigentlich gerade hier irgendwie meine Taste klemmt. Das ist natürlich sehr schön. Und das andere, was echt schön daran ist, ist, dass... Nein! Assi. Da ist diese Kisten, dass man die kaputt machen muss. Aber wenn man die kaputt macht, fallen die auf einen drauf. Und das ist, tut natürlich nicht so gut. Ja. Okay, jetzt kann man da drüber springen. Wir könnten die Kisten kaputt machen, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Lust drauf. Besonders, weil ich da so viel Leben verliere. Oh, das ist noch seiner. Ja, und ihr seht, das ist so eine kleine Boss-Collection, glaube ich, kann man es nennen. Weil hier nochmal so, also... Nein! Oh, du Assi. Weil hier nochmal alle... Jetzt! Was soll das? Weil nochmal so von jeder Farbe halt von den einzelnen Leveln nochmal Gegner da sind. Ihr seht, jetzt kommen die Grünen. Und hier kommt das, was mich am meisten in diesem Level aufregt. Diese blöden Heinis. Wenn die einen treffen, das zieht sofort 20 Leben ab. Mit einem einzigen Schlag. Und das ist schon viel für meinen Geschmack. Hast du was Cooles? Nee, du hast nichts Cooles. Okay, dann würde ich sagen, einfach weiterlaufen. Ignorieren wir die. Ignorieren wir, dass ich mich hier manchmal mit 10 und manchmal mit 30 Frames bewege. Aber wie gesagt, das ist wirklich am Spiel so. Und oh! Die muss man immer echt töten, weil die sind einem sehr viel lieber. Aber ich sag euch, hier der Boss. Der Boss hier, der ist wirklich richtig grässlich. Und ich glaube, ja, diese Kiste bewegt sich. Und mit wie vielen Frames bewegen wir uns? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist wirklich spielbedingt. Also, das hat wirklich nichts zu tun damit, dass das irgendwie Aufnahme leckt oder so. Es liegt einfach daran, dass es ein altes Spiel ist. Und dass es einmal auf dem Sega Mega Drive erschienen ist und... Da, für diese Zeiten war das wirklich ein grafisch richtig tolles Spiel. Nein! Oh, verdammt, der hat mich getroffen. Oh, jetzt haben wir noch 155 Leben. Oh, Leute, der Boss hier. Der Boss. Einmal kommt er noch hier. Nein, der hat mich nochmal getroffen. Okay, aber das war der letzte. Da bin ich mir jetzt sicher.
Oder der vorletzte. Also einer kommt noch und dann kommt gleich der Boss. Also ihr seht, hier kommen nur die ganze Zeit Zwischengegner und da kommt noch mal natürlich einer. Das kannst du nicht sein! Jeder von den Heinis hat mich einmal getroffen. Ja, und jetzt kommt hier der Boss. Und das ist der Boss. Boss approaching. Final Great Soldier. Oh mein Gott, dieser Soldier hat ich erwartet. Action. Love, love, dancing. Oh mein Gott, mit seinem Tanztöne, der Hund. Nein, ich erwartet. Oh, wer kommt denn da? Der Kommandant. Den kennen wir doch. Der beschwert sich. Oh, sein Tanz war doch toll. Warning. Boss is approaching. Smash Daizaku. Action Spiral Head Afterburner Bravery. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das der Evade-Boss ist. Ja, diese Attacke kennt man ja schon von vorher. Die hat er ja schon gemacht, als wir in dem Level da, wo Orange war. Und jetzt hat er was Neues drauf, nämlich er kann immer diesen Sprung machen, den man ausweichen sollte. Wenn man sich nicht zu dumm anstellt. Das Blöde einfach nur daran ist, dass er danach noch eine andere Form hat. Wenn er zu wenig Leben hat. Und die Form ist dann um einiges stärker. Ja, das ist assi, das hasse ich an diesem Boss immer. Er tut sich immer so positionieren irgendwie, dass er einen rammen kann. Auch, also man kann sie nicht irgendwie hinter dem verstecken. Aber ich glaube, wenn wir ihn runtergebracht haben... Oh, schön ausgewichen. Dann ändert er gleich seine Form dann. Also er ist dann noch nicht besiegt. Und wir verlieren ja eindeutig zu viel Leben. Seine Attacken ziehen halt unglaublich viel ab. Also jeder von diesen Bomben zieht mir 15 Leben ab. Und das ist schon happig. Aber wir haben ihn gleich. Okay, jetzt macht er wieder den. Zack, und das war's von der ersten. Hallo, das war's von der ersten Form, habe ich gesagt. Okay, defeated. Denkt man natürlich jetzt, aber jetzt denkt man, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Aber natürlich lebt er noch. Und jetzt kommt erst eine richtig schwere Form. Ich hasse es. Ich hasse es so dermaßen. Einfach draufholzen. Und hoffen, dass er nicht zu seinem Schuss kommt. Irgendwie. Normalerweise trifft er mich eigentlich immer. Okay. Nur noch 44 Leben. Das wird nicht reichen, um den zu besiegen. Scheiße, noch 2000 Leben. Okay, jetzt hat er aber eine Form, der man theoretisch gut ausweichen kann. Jetzt hat er immer seinen Fuß draufhauen und dem kann man eigentlich gut ausweichen. Aber wenn man einmal getroffen wird, glaube ich, zieht es auch 20 Leben ab. Ja, es zieht 20 Leben ab. Komm, 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 wir müssen es schaffen. Warte kurz mal. Ich tue mir mal quicksafen. Schnell springen. Oh, weil ich will das ganze Level nicht nochmal neu machen. Das ist nervig, das Level. Ah! Ha! Okay, 700 Leben haben wir runtergebracht. Na, jetzt macht er wieder die Asi-Attacke. Asi-Attacke. Du machst keine Asi-Attacken mehr. Ja klar, mach die Asi-Attacke. Komm, 100 Leben, 39 Leben. Das kannst du nicht sein. Ja! I never die. Was kommt jetzt? Jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt. Okay. Was passiert? Oh, wir haben noch 7 Leben. Oh. Stage clear! Also, wir haben das Level geschafft, aber da ist Yella und sie ist gefangen und wie es aussieht, haben wir keine Wahl. Ja, er bedroht sie und wir geben ihm die Steine. Das ist übrigens der Kommandant vom Imperium. Jetzt hat er die 4 Steine. Oh nein. Und wir können uns nicht wehren, denn sonst... Oh, wer ist denn da? Ah, die kleinen Männchen aus dem allerersten Level. Wie es aussieht, befreit das Männchen Yellow. Oh, da ist er wütend drüber. Okay, jetzt würde das arme kleine Männchen töten. Oder auch nicht. Ja, so macht man das, würde ich sagen. Okay, gut. Das Level ist geschafft, Yellow ist befreit, aber das war's noch nicht. Denn der Kommandant vom Imperium hat jetzt alle Steine. Ah, das ist schlecht. Aber man ist Yellow befreit, auch wenn sie voll Depri schaut. You've made it back safely. Du hast es sicher zurückgeschafft. Ich habe alles beobachtet. Warum hast du es da nicht geholfen? Kümmere dich nicht. Ich habe dieses kleine, schnelle Spaceship für dich. Mit die Direction Butler, also das hier ist Steuerung erklären, das ist nicht wichtig. Bla 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 bla. Booster, Booster, Booster. Ja, zumindest kommt jetzt ein kleiner Abschnitt, den ich abgrundtief hasse. Nämlich, wir müssen jetzt hier fliegen mit dem Boot. Sieht natürlich cool aus an sich, aber ich hasse es, weil. Ja, alles ist okay, das ist schön, das ist toll. Was schlimmer an diesem Level ist, man kann die Richtung von dem Schuss bestimmen.
Mit, glücklicherweise mit, nur immer mit dem Analogstick, in dem man schaut. Das heißt also, ich muss kurz vom Lenken weggehen und dann kann ich mir aussuchen, wo ich hinschießen will. Das ist natürlich ein kleiner Zeitverlust, den ich immer habe, besonders weil hier diese hässlichen kleinen Männchen kommen, was mich abgrundtief nervt und weil mich, glaube ich, hier gerade jeder einzelne Gegner trifft, was auch nicht so schön ist. Und ihr seht, ich kann mich jetzt nicht sofort umdrehen, ich muss jetzt hier erst so und so. Nein, 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 genau, kommt natürlich das Schiff. Ja, auch wenn wir 200 Leben haben, das ist eindeutig zu wenig. Ich hasse dieses Level. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Tut mir leid, musste niesen. Nein! Klar. Warning, Danger, time around, how long can you last? Ja, und das ist der schwerste Boss im ganzen Spiel. Ready. Gewonnen! Eine Sekunde! Ja, das war unglaublich schwer. Ja, hier kann man ein paar Punkte holen, aber wir sind ja nicht da, um Punkte zu holen. Wir wollen ja hier das Universum retten. Du gehst mal kaputt hier. Ja klar, geh nicht kaputt. Ich geh kaputt. Oh, ich habe nur noch 120 Leben. Oh. Ja, man kann diese Steine mal ein wenig... Oh nein, 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 nicht die Dinger, nicht die Dinger, nicht die Dinger, nicht die Dinger. Man kann diese Steine zwar immer ein wenig... Ja! Klar, immer ein wenig in die andere Richtung, wenn man drauf schießt, aber da muss man drauf schießen. Das ist immer unschön. Oh, ihr seht, die Steuerung von dem ist so behindert, wirklich. Deswegen hasse ich diesen Abschnitt immer. Deswegen ist dieser Abschnitt eindeutig leichter, wenn man ihn zu zweit spielt. Denn da kann der eine lenken und der andere schießen. Und oh nein, nicht das da. Hat mich das getroffen? Ich hoffe nicht. Oh, ich habe nur noch 80 Leben. Hallo, warum schießt du auf mich? Du hast sofort das nicht gemacht. Oh nee. 30 Leben, yeah. Und ihr seht einfach, was mich an diesem Level einfach am allermeisten ankreuzt, einfach, dass nirgendwo irgendwas spawnt. Ich meine, bei den anderen Leveln haben wir immer oft Leben bekommen, aber hier gar nichts. Hä? Und warum kommen auf einmal diese grünen Dinger? Die kamen doch nie. Ich kann mich echt nicht erinnern. Das Spiel ist einfach scheiße. Also dieses Level wirklich, da werde ich ewig lang hängen, weil es einfach abgrundtief schwer ist und wirklich auch teilweise unfair schwer, meiner Meinung nach ist. Aber immer hast du Leben. Und jetzt haben wir wieder 35 Leben. Yeah! Jetzt kommen hier diese blöden Steine und gleich sollte da noch ein größerer Gegner wiederkommen. Oh, 35 Leben. Oh. Ich sehe ein wenig schwarz. Naja, aber immerhin haben wir eins der schwersten Level vorher schon geschafft. Also, ich sage euch wirklich, ich bin an diesem Kommandanten, diesem Smilestar Key immer ewig lang dran gehangen. Da freue ich mich, dass ich das so schnell geschafft habe. Ja, geht down. Oh, Nervensäge. Ja, super, 17 Leben. Also, ihr seht ja, der hat 3 Schüsse vielleicht auf mich abgegeben und ich bin hier halb tot schon wieder. Wisst ihr was, ich weiche jetzt einfach aus. Macht eh keinen Unterschied. Ja, klar, klar, klar. Oh, na jetzt die Viecher, ja. Und die kommen jetzt auf einen zugeflogen. Irgendwann kommen die und dann fliegen die alle auf einen direkt zu. Oh nein, der Heini. Ja, der Heini. Den hasse ich. Geh doch down. Geh down. Ah, oh, er ist down. Oh, er ist zumindest weg. Ich glaube, es ist keine gute Idee zu quicksafen. Was mir ehrlich gesagt nicht viel bringt, weil ich eh gleich tot bin. Ja, ich bin tot. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und versuchen es nochmal. Juhu, bis dann, euer Dempsey Mafix. Haut rein. Ciao.